Herzlich willkommen zu meiner ersten Ausgabe von Fünf Sachen, die ihr niemals googeln solltet. Es aber trotzdem tut. Lehnt euch zurück und viel Spaß. Als erstes kommt etwas, das mich ziemlich verstörte, als ich es sah. Wenn man One Man One Jar eingibt, findet man schnell ein Video, in dem sich ein Mann ein Glaskörper in den Arsch schiebt. Dieser zerbricht dann in ihm und ab da beginnen seine rektalen Tage, wenn ihr versteht, was ich meine. Danach fummelt er dann noch rum, während es blutet. Und dann endet das Video. Und nein, jetzt wird nicht gegoogelt, denn das nächste ist auch nicht wirklich besser. Kennt ihr Evan Fournier? Ihr wisst schon, dieser Basketballspieler, der ein Gehalt von 17 Millionen US-Dollar hat. Evan Fournier hat mal gepostet, dass man seinen Nachnamen niemals googeln sollte. Denn wenn man nach Fournier sucht, findet man eine Infektion der Hüfte oder des Genitalbereichs. Da man durch die Infektion sterben kann, werden Hauttransplantationen durchgeführt. Es gibt auch Bilder, die zeigen, wie es nach der Hauttransplantation aussieht. Bodyfarm. Ein als Bodyfarm bezeichnetes Gebiet wird zu Forschungszwecken benutzt. Man legt Leichen auf das Gras und stellt einen Gitterzaun darüber. Dann wird beobachtet, wie die Leichen verwesen. Wenn man nach Bodyfarm sucht, findet man verweste Leichen von Tieren, Menschen und halb aufgefressenen Körpern. Human Frog Baby. Wenn man Human Frog Baby sucht, findet man deformierte Körper. Babys mit einem deutlich kleineren Schädel. Man nennt es Human Frog Baby, weil die Augen im Verhältnis zum Schädel einem Frosch ähneln. Anencephalie nennt sich der Gendefekt. Betroffene Babys werden meistens nicht älter als 10 Tage. Autopsie. Ich denke, jeder weiß, was eine Autopsie ist und wozu sie benutzt werden. Auch wenn ich es erst nicht dachte, dass man so etwas finden würde, da dies hier hinter verschlossenen Türen passiert, findet man tatsächlich Bilder davon. Man sieht natürlich offene Körper, Blut und so weiter. Wer keine Leichen sehen kann, sollte dies keinesfalls suchen. Ich würde es euch nicht empfehlen, etwas aus dieser Liste zu googeln, da manches ziemlich verstörend wirken kann. Spielt nicht mit Google, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video.